close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Na komm. Ich will nicht deinen Fahrrad wieder. Mega geil. Also das Wetter war halt Ryanair mega billig. Auch Wetter ist genau so, wie wir es erwartet haben. Das, wir machen. Das wärmste Jäckchen ist immer noch das Spanierjäckchen. Eben, nach diesem Motto machen wir hier Urlaub. Liebe Gentlemen und Ladies, wir begrüßen euch in unserer Casa del Dublin und wir machen jetzt eine kleine Roomtour für euch als erstes Video unserer Dublin-Reihe. Hier schläft Marco Werk drin. Der hat hier schön sein Bett sich schon aufgebaut, alles. Freunde! Nee, wir müssen es irgendwie anders machen, das ist kacke. Hier schlafen Tristan und ich. Das ist unser Bettchen, das ist alles aufgeräumt immer. Und ja, der Ausblick ist jetzt nicht so krass. Da steht gleich ein großes Gebäude davor, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und dann noch zum Pennen hier. Hier schlafen die beiden Hengste. Das ist voll viel größer, als das hat. Ja. Ja, die gucken in so einen Innenhof rein, ist auch ganz entspannt. Ist halt gleich aufgebaut, das Zimmer. Nichts Großes mit Bei, ist halt auch nur zum Pennen so. Jetzt kommen wir zu unserem einzigen Bad, was auch ziemlich klein ist, aber es reicht halt für uns aus, wenn wir keine Weiber, die eine Dreiviertelstunde brauchen oder so. Außer Tom. Ach, Robert, ja. Ja, richtig. Hier ist noch eine Dusche, eine relativ große. Also das ist das unlustigste Video, was wir jemals gemacht haben. Ja, was soll denn da witzig sein? Wir machen eine Roomtour. Mein Gott, das Witzige kommt ja noch alles. Jetzt, also wir dachten, ich kann dir mal erzählen, was ich dachte von diesem Apartment hier. Wir haben das halt über Airbnb gebucht. Und auf den Bildern konnte man nicht erahnen, dass das hier mehr als eine Etage ist. So, ich dachte, das wäre alles auf einer Etage aufgebaut. So. Und dann haben wir uns schon gewundert, warum hier alles so eng ist. So, dann geht's hier nämlich die erste Treppe hoch. Diese Treppen sind mega weich, weil hier, ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist, keine Ahnung. Guckt euch an, liebe Freunde, weiche Treppen. Wir haben aber auch alles. Hier kann man sich nicht stoßen. Guck mal, wenn man hier so gegentritt, hier, dann passiert gar nichts. So. Ist schon auch genial durchdacht alles auch. Genau, hier ist halt nur ein Raum. Und zwar ist hier das Wohnzimmer mit Küche. Guck mal, Kinder, ein Penner. Ja. Hier hat man eigentlich alles, was man so zum Leben braucht. Esstisch. Brooklyn Nine-Nine im TV. Ja, Netflix gibt's ja auch alles. Hier kann man auch schön spannen, so die ganzen Leute, so, weißt du? Ja, da hinten ist unsere Küche mit Waschmaschine. Also wir haben halt leider keinen Geschirrspüler, aber das ist okay. Das ist übrigens Christian, Georg und Jörg. Und Tom, Makowerk. Eben. Ja. Die sind halt auch hier. Ist halt alles... Wir haben auch große Kunst hier zu hängen, weil wir auch kulturell sehr, sehr... Okay, naja, wir wollen auch ein bisschen wissen, wie ich meine. Jetzt kommt noch eine dritte Etage. Das ist unser Highlight eigentlich von dieser Wohnung. Weshalb wir die auch ausgesucht haben. So, ich bin halt hier noch. Wie ihr sehen könnt, ist das hier eine Dachterrasse. Ja, du kannst doch die da reinschlüpfen schnell. Ich schlüpfe jetzt hier schnell rein, Leute. Wie die Feuerwehr. Aus. So, liebe Freunde, das ist unsere Dachterrasse. Die wir halt hier haben, und das ist auch schön, weil das kannst du nutzen bei den 10 Grad, die wir jetzt gerade momentan haben in Dublin mit Wind und Regen. Also jetzt gerade regnet es nicht, aber es hat jetzt die ganze Zeit geregnet. Scheiße kalt, aber es lohnt sich halt auch so eine Dachterrasse. Ist schon schön, weil du hier nichts machen kannst mit. Ja, das ist halt ein bisschen chillig. Wenn das Wetter ist, kann man hier abends auch sitzen. Ja, wenn. Man sieht halt relativ viel, da wir halt in der höchsten Etage von diesem Gebäude hier sind. Hier sind halt noch andere Wohnungen, aber wir sind halt in der höchsten jetzt hier gerade. Ja, hier unten. Hallo! Ist jetzt nicht relativ viel, aber so. Man kann halt auch viele Häuser. Ja, Tom macht hier immer den Spider-Man.
Stunden mit unserem Apartment hier. Nur so, dass ihr einen kleinen Einblick bekommt, was wir, wo wir hier wohnen. Und wir haben jetzt auch schon den zweiten Tag. Gestern sind wir angekommen, gegen 15.10 Uhr circa hier. Mhm. Haben dann erstmal entspannt und die Wohnung angeguckt. Ehrlich? Ehrlich. Ist das so? Was haben wir dann gemacht? Ja, gestern haben wir so ein bisschen, da haben wir auch gedacht, ey, wir sind so wie 30, 40-Jähriger. Und dann, mal gucken, wir haben uns was Schönes zu essen gekocht. Ja, stimmt. Und dann sind wir alle aber auch... Nee, wir waren erstmal beim Einkaufen bei Lidl hier. Ja. Aber die haben, also, keine Ahnung, ob euch das interessiert, ich erzähle jetzt einfach mal. In diesem Lidl, das war so wie so eine Massenabfertigung, da waren so 12 Kassierer so. Ja, so Mann, das war richtig stressig. Und da gab es keine Kassenbänder, sondern da gab es einmal links so einen Kasten, wo du das raufgelegt hast für den Kassierer. Und rechts von ihm war nochmal genauso ein großer Kasten, wo er es dann raufgelegt hat, wenn es fertig abkassiert war. Und man musste das dann sofort einpacken, wie wenn halt die Einzelnen so einen Großeinkauf machen. Ja, aber dann. Dublin ist auch scheiße teuer. Also, Alter, ja. Wenn du hier hinkommst, so, jo, was kann ich mit 100 Euro machen? Kaufst dir einen Burger und ein Menü, Alter, und du bist pleite. Ja. Das ist wirklich richtig extrem. Aber bei uns läuft ja zum Glück. Ja, kriegen wir alles rein, wieder durch das Video jetzt gleich. Ja, eben, deswegen durch die ganzen YouTube-Einnahmen, die wir haben. Weil wir so geile Hochproductions machen, High-Quality-Productions. Ja, heute wollten wir ins Temple Bar Viertel gehen in Dublin, wollten wir jetzt gleich losgehen auch. Und ja, da filmen wir ein bisschen was mit und dann sehen wir uns draußen wieder. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time. Die Tempelbar, wir sind im Tempelbar-Distrikt gerade und laufen hier gerade ein bisschen rum. Es ist ziemlich voll hier, macht jeder ein Foto. Ja. Und es ist auch schwierig, abends reinzukommen. Also wir haben mal gehört, es ist halt entspannt, jetzt zu so einer Zeit kurz reinzugehen und ein Bier zu trinken, aber es ist halt arschteuer da. Ich glaube, was hat sie gesagt zu uns? Ich glaube, also so ein Pint kostet so irgendwie 10 Euro oder so. Also so ein Pint, so Glas. Guinness. Glas und Bier, ja. Followers around. So, liebe Macher, wir sind jetzt in einem Etablissement, wo man Nahrung zu sich nehmen kann. Genau. Das stand, also wir haben jetzt halt nach einem Pub gesucht, wo man auch was essen kann zum Mittag. Und wir haben dann jetzt eins gefunden, da stand draußen ganz groß. Was stand da dran? Bar and Food. Und da sitzen wir jetzt drin und wir sind jetzt in der oberen Etage, deswegen ist hier relativ ruhig. Und ja, jetzt lassen wir uns hier was schmecken, ne? Jetzt auf einem City Sightseeing Bus. Ja, haben jetzt den billigsten hier uns ausgesucht. Das reicht ja auch, weil wir wollen ja nicht 24 Stunden rumgucken. Gucken uns ein paar Sachen an, dass wir mal so grob die wichtigsten Sachen so mal vorbeifahren gesehen haben. Wir haben jetzt auch hier schon geile Bose-Kopfhörer bekommen. Da werden wir dann auch gleich noch irgendwie noch was aufs Ohr kriegen. Und ja, das Wetter geht, das ist besser als gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, es regnet heute, aber im Moment geht's noch. Ne, Nick? Ja. Na komm, du machst das jetzt. Was willst du denn jetzt? Och, geh weg von mir. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Zu Hause und haben uns jetzt gerade noch mal eingedeckt für heute Abend mit Bier und Chips. Das hier ist einfach so riesig wie ein Kartoffelsack. Man sieht es jetzt nicht so krass auf dem Video, aber in echt sieht es wirklich richtig krass aus. Da sind 5 verschiedene Sorten von Chips drin und ja, ist mega nice auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir uns noch Pizza gemacht hier und werden hier uns hier heute Abend einen Chilligen machen in der Wohnung, glaube ich. Gestern waren wir an einem Club
Und ja, die Tage. Also morgen ist noch eine Tour geplant abends. Und ja, wenn heute noch was Spannendes passiert, dann melden wir uns nochmal wieder. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Guten Morgen, lieber Mara. Wir sind am Tag 3. Ja, Mann. Ja, ist jetzt jedenfalls Sonntag. Und wir machen uns jetzt auf den Weg in eine Hafenstadt. Dazu müssen wir erstmal zu so einer Busstation laufen und der bringt uns dann zu dieser Hafenstadt. Dublin ist ja keine Hafenstadt. Ja, aber also wir fahren Richtung Küste. Und da werde ich natürlich wie immer für euch ein paar naturelle Impressionen einfangen. Und dann sehen wir uns am Wasser wieder.